Theo und willkommen zur, glaube ich, welchen Folge? Keine Ahnung. Und heute zeige ich euch mal meine Villa, also alles, was ihr noch nicht so leicht nicht kennt. Ich weiß nicht, ob ich da ein Video drüber gemacht habe, dass das Ding Geheimgang hat. Das seht ihr jetzt. Und falls ihr das Gewitter hört, ist egal, bei mir gewittert gerade. Schon besser. Wir gehen in. Ja, in Brewfart. Das erste, was passiert, ich werde beballert. Geilomate. Ich fahre mal gleich mal mit dem Bus zu meiner Mafia-Villa. Ich fahre mich mit dem Bus zur Mafia-Villa. Also, als erstes zeige ich euch den Geheimweg. Der Geheimweg ist hier unten, sondern hier. Man hat halt eine Villa. Das ist der Geheimgang. So, den Raum kennt ihr, Anfangsraum. Dann hier Parkplatz und halt die Sniper ist ja. Und hier halt nochmal ein Raum. So. Und ja. Und dann will ich noch was sagen. Also Drachen-Drago hat sich an manchen Stellen ein bisschen beschwert, dass man da schlecht rausfahren kann. Was kann ich dazu, wenn du mit einem Panzer fährst? Hier kommt man ganz schön durch. So runter. Und wenn du da mit einem Panzer reinfährst, Drachen-Drago. Ja, gut. Ist ja nicht mein Problem. Das ist ja für Autos gedacht und nicht für einen Puncher. Genau so wie die da. Ich hole jetzt mein Auto. Goldenes. Ja, rückwärts fahren. Und dann zeige ich euch mal das Krankenhaus von innen. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Das Krankenhaus von innen, das ist eigentlich gut. Mann, dieser Fick. Schon da rein. Also das Krankenhaus sieht so von innen aus. Jetzt nochmal rein. Hier ist ein Warteraum. Ja.
Hier ist der, wenn ein Kind geboren wird, der Operationsraum. Dann ist hier ein Operationssaal. Mann! Und hier ist halt die, wo man halt dann sich anmeldet. Dann Polizei. Also ich zeige euch heute so ein paar Sachen, wie sie von innen aussehen, also die Häuser, in denen man reingehen kann. Zeige ich euch heute, wie die so aussehen. Polizei kennt wahrscheinlich jeder. Hier rein. Empfangsraum. Kleine Zelle mit Jetpack. Kann man hier hoch. Oben ist halt der Helikopterlandeplatz. Brauche ich nicht großartig zu zeigen, wo der erste Helikopter besteht. Dann kann ich mich gleich töten. Also. Dann die Feuerwehr kennt ihr noch gar nicht, weil ich da noch nie drin war. Okay, einmal für diese goldene Münze. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie alles aussieht. Also fahren wir gleich mal zur Feuerwehr. So, hier erstmal so Garage, dann hier Boxraum, Feuerwehrsinne, solche Schläger ist doch ganz bekannt, dann hier Toilette, schönste Toilette der Welt, auf jeden Fall, dann Feuerwehrausrüstung, Schlafbetten, Fernseher zu beschäftigen. Und hier noch die Stange zum Unterlegen. Aber da. Ah, jetzt. Und ja, dann hole ich jetzt noch kurz eine goldene Münze. Ich weiß nicht, ob die da ist. Und ich werde ein bisschen weniger Videos dieses Mal machen, weil ich bin echt angeschlagen. Mit meiner Nase. Wo konnte man da rein? Das weiß ich. Oder war es das obere? Keine Ahnung, ich schau mal, ob ein Jetpack ist. Da jetzt ein Jetpack ist? Ja, da ist einer. Das ist gut. Glaube ich, eine goldene Münze sein. Glaube ich zumindest. Okay, das ist jetzt auch egal. Ich wollte nur mal schauen, ob die da jetzt noch eine ist oder nicht. Ich nehme mal das Bike. So. Dann schauen wir mal. Militärbasis. Kann ich euch auch mal zeigen. Größerer Ort. Sehr großer Ort. Sozusagen. Gibt es viele Räume, die man begehen kann. Hier ist der Hochsicherheitsknast. Und in jeden Turm, den ihr seht, kann man auch reingehen. Und in die Hangar auch. Ja, mein Motorrad, das spackt aber auch richtig.
Hier kann man zum Beispiel reingehen. Hier kann man reingehen. Hier kann man reingehen. Und dann kann man halt hier ins Buchsicherheitsgefängnis reingehen. Und dann kann man auch hochgehen. So. Und dann bist du halt oben. Hier sind Wachtürme, hier kannst du nämlich auch mit der Leiter hoch. Hier zum Beispiel. Hier ist was kaputt. Und hier kannst du einfach nur aufs Dach. Was habe ich denn da gefunden? Meine 18. goldene Münze. Mir fehlen nur noch 4. Okay. Dann gehen wir mal auf den Flugzeugträger. Den kennen wir wahrscheinlich auch noch nicht so gut. Erstmal schon reingehen. Ich weiß nicht, ob da jetzt eine goldene Münze war, aber ich glaube schon. Ein Flugzeugträger. Warte, wir gehen mal kurz hoch. Ja, da beim Radar. Wir sehen jetzt nur noch 3. Also hier kann man so reingehen. Hier ist das Radar. Und dann kann man auch hier so hochgehen. Keine Ahnung, was das jetzt bringt. Wirklich. Und dann kann man auch unten im Schiff rein. Ist nichts wirklich Besonderes. Nur dieser Lagerraum und hier kannst du halt in der Mitte nochmal rausklettern. Mit einer Leiter und wieder. Das war's eigentlich schon mit dem Flugzeugträger. Und dazu würde ich jetzt auch mal sagen, das war's mit der Folge und ein eisiges Ciao, Leute!